Frau Lockefeld, Sie halten sich seit Anfang Juli in Damaskus auf. Man hört immer wieder aus den Medien Berichte darüber, dass die Rebellen inzwischen ganze Viertel der syrischen Hauptstadt eingenommen hätten, also befreit hätten in Anführungsstrichen. Wie wirkt sich denn diese Befreiung für die syrische Bevölkerung aus? Wie steht die syrische Bevölkerung zu den bewaffneten Aufständischen? Vorab muss ich sagen, dass diese Darstellung nicht ganz richtig ist. Also Damaskus ist ja eine Millionenstadt. Das Zentrum von Damaskus, dort leben ungefähr 2 Millionen Menschen. Im Umland von Damaskus leben nochmal ungefähr 4 Millionen Menschen. Die Aufständischen haben sich vor allen Dingen in den letzten 2 Wochen in den Ortschaften um Damaskus herum niedergelassen. Sie haben sich dort einfach gezeigt und haben Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften und dem Militär gehabt. In der vergangenen Woche dann gab es ja diesen sogenannten Damaskus-Vulkan, also so eine Art Sturm auf Damaskus. Da sind sie durchaus in den inneren Kreis von Damaskus vorgedrungen mit Angriffen auf Polizeistationen, auf Sicherheitskräfte. Auch in der Gegend, wo ich lebe, hat man also diese Kämpfe ganz deutlich gehört. An einem Tag waren die Schusswechsel so nah, dass ich also nicht aus dem Haus gehen konnte. Aber durch eine massive militärische Operation sind also diese Gruppen zurückgedrängt worden. Dabei hat das syrische Militär heftig zugeschlagen, muss man einfach sagen, also mit Panzern, mit Artillerie. Es heißt auch aus Hubschraubern sei geschossen worden, das kann ich aus eigener Anschauung nicht bestätigen, aber es hat praktisch in den letzten 10 Jahren, es hat in den letzten 10 Tagen massive Militäroperationen um Damaskus herum gegeben. Und nun ist es so, seit letztem Samstag, dass die Stadt eigentlich relativ ruhig geworden ist. Die Menschen versuchen jeden Tag mehr zum Alltag zurückzukehren. Die Märkte haben wieder geöffnet, der Verkehr fließt wieder, sehr viel weniger als sonst. Aber dazu muss man auch sagen, dass zum derzeitigen Zeitpunkt Ramadan ist. Das heißt, da ist das Leben insgesamt tagsüber sehr eingeschränkt. Außerdem sind Ferien, Schulferien, Universitätsferien und viele Familien hatten ohnehin schon die Hauptstadt verlassen und sind an die Küste oder in den Süden gegangen, wo sie Verwandte haben und verbringen die Sommerzeit dort. Trotzdem nochmal gefragt, welchen Rückhalt haben denn die aufständischen Rebellen bei der syrischen Bevölkerung oder auch genauer bei der sunnitischen Bevölkerung? Ich frage die Leute ja nicht, welchen Glauben sie angehören, wenn ich mit ihnen spreche. Ich habe festgestellt, als dieser Angriff auf Damaskus war, dass viele Familien, zum Beispiel, ich wohne im Moment in so einem Familienhotel und dieses Hotel war fast leer. Aber als diese Angriffe waren, wurde es voll. Das heißt, viele Menschen haben sich in Sicherheit gebracht mit ihren Kindern, mit ein bisschen Hausrat, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Diese Menschen haben keine Sympathie für die bewaffneten Aufständischen, auch wenn sie durchaus der Meinung sind, dass sich politisch etwas ändern muss in Syrien, lehnen sie doch das gewaltsame Vorgehen ab. Menschen, die im Umland von Damaskus leben, zum Beispiel in Ortschaften wie Jedeida Artus, Kutseya oder Talamun, da denke ich, gibt es vermutlich schon Unterstützung auch für diese bewaffneten Kräfte, denn sonst könnten sie sich dort in diesen Gebieten gar nicht so niederlassen, wie sie es getan haben. Wobei man sich auch fragen muss, ob die Bevölkerung das so freiwillig tut. Man hört also immer wieder von massiver Einschüchterung, zum Beispiel, dass die Menschen ihre Geschäfte schließen sollen. Es gibt Aufrufe an die Bevölkerung, sie sollen zu den Waffen greifen und sich den Aufständischen anschließen. Und dazu hat ein Familienvater zu mir gesagt, also was soll das? Ich habe ein Küchenmesser. Was soll ich zu irgendwelchen Waffen greifen? Das lehne ich ab und die Sicherheit meiner Familie ist das Allerwichtigste.
Ich wollte noch mal genauer nachfragen, was mit den Christen oder was mit ethnischen und religiösen Minderheiten in Syrien momentan los ist. Also in Damaskus leben ja ungefähr 15% Christen. Wie hat sich ihr Leben seit Beginn der offenen Konflikte verändert? Ich kenne sehr viele Christen und habe auch christliche Freunde hier. Viele von ihnen leben in der Altstadt von Damaskus, um Batuma herum, und dort ist es eigentlich ruhig. Man muss sagen, dass die Menschen versuchen, wirklich dort auch ihrem Alltag nachzugehen. Aber ich bin jetzt am vergangenen, also vor 2 Tagen bin ich dort gewesen und habe mit einem jungen Mann gesprochen, der also sehr sagt, ja, was halten Sie denn von der Berichterstattung aus dem Ausland? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe den Eindruck, viele wissen nicht genau, was hier geschieht. Und er war also praktisch den Tränen nahe und hat gesagt, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, um dem Ausland mitzuteilen, wie es uns hier eigentlich geht. Also man fühlt sich isoliert, missverstanden, den Konflikt im Land falsch dargestellt. Und ich glaube, das ist eine große Sorge für viele Menschen, dass sie wirklich den Eindruck haben, dass außerhalb von Syrien ein Bild gezeichnet wird, was nicht dem entspricht, was sie selber erleben, was sie selber denken und auch nicht dem, was sie wollen. Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass das Volk eigentlich zwischen den verschiedenen Konfliktparteien und den verschiedenen Interessen zerrieben wird. Also da ist auf der einen Seite die Assad-Regierung mit dem Militär, mit den verschiedenen Geheimdiensten. Auf der anderen Seite sind eben die Aufständischen, die von dem Westen unterstützt werden. Welchen Einfluss hat eigentlich das Volk auf die Geschehnisse in Syrien? Meiner Ansicht nach keinen. Die Proteste, die es im März, April und Mai vergangenen Jahres gab, wo politische Reformen gefordert wurden, wo die Abschaffung des Ausnahmezustandes gefordert wurden, also wo es insgesamt politische Forderungen gab, diese Proteste sind völlig beiseite gedrängt. Also die politische Opposition hier im Land ist völlig beiseite gedrängt und die Bevölkerung selber ist so unter Druck, auch wirtschaftlich unter Druck, auch durch die Sanktionen, das muss man hier nochmal ganz deutlich sagen, die ja ständig verschärft werden von der Europäischen Union. Also zum Beispiel gibt es im Moment kein Kochgas zu kaufen, da ist jede einzelne Familie von betroffen. Die Menschen müssen bis zu 6 Wochen oder länger warten, um einen Zylinder Kochgas zu bekommen zum normalen Preis. Oder sie müssen versuchen, ihren Alltag zu organisieren. Also Benzin ist knapp geworden, denn die Sanktionen betreffen den Ölsektor. Heizöl ist auch aus diesem Grunde sehr knapp geworden. Also das heißt, der Alltag der Menschen ist so belastet durch die Sanktionen, durch wirtschaftliche Probleme, aber auch durch diese Unsicherheit, dass sie sehr stark damit beschäftigt sind und sich politisch gar nicht mehr äußern. Das, was Sie gerade beschrieben haben, trifft ja auch im höheren Maße seit einer Woche für Aleppo zu. Also in Aleppo eskaliert die Gewalt momentan. Die wirtschaftliche Situation dieser eigentlichen Wirtschaftsmetropole sieht auch nicht gerade rosig aus. Wir hören davon, dass sich momentan über 4000 Rebellen in der Stadt aufhalten. Welche Rolle spielt denn Aleppo jetzt für den Konflikt in Syrien? Aleppo ist ja die wirtschaftliche Hauptstadt des Landes. Wir haben hier in Syrien eine politische Hauptstadt, das ist Damaskus, und eine wirtschaftliche Hauptstadt, das ist Aleppo. Aleppo ist natürlich sehr wichtig durch die Nähe auch zur Türkei, dadurch auch durch die Nähe zu Europa. Es ist eine Stadt, die auf der Verbindungslinie zwischen dem Mittelmeer und Asien liegt. Es gibt dort eine Autobahnverbindung, es gibt eine Eisenbahnlinie, Flughäfen, eine Universität, also es ist eine ganz wichtige Metropole. Wie viele Rebellen sich tatsächlich dort in der Stadt befinden, kann ich nicht bestätigen oder verifizieren. Das ist sehr schwierig. Ich habe also mit jemandem in Aleppo telefoniert gestern und er sagte mir, es gibt große Viertel der Stadt, die völlig ruhig sind. Die Kämpfe finden statt in der Peripherie, wo vor allen Dingen die armen Menschen leben, im Süden und auch im Nordosten. Das ist ein ähnliches Schema, wie wir es auch hier in Damaskus gesehen haben. Und er hat gesagt, es gibt Probleme mit der Versorgung.
und also Elektrizität ist eingeschränkt, Brot, Benzin, das war das gleiche Muster, was wir auch hier in Damaskus hatten. Ich glaube, dass Aleppo deswegen auch so wichtig ist, weil es eigentlich sich in diesem ganzen Konflikt in den letzten 16 Monaten völlig neutral verhalten hat. Es hat keine großen Proteste gegeben, ähnlich wie hier in Damaskus auch. Es gab kleinere Proteste auf dem Campus der Universität, wo auch die Sicherheitskräfte massiv vorgegangen sind. Aber es hat nicht übergegriffen auf diese 3 Millionen Menschen, die dort leben. Und es ist so, dass in Aleppo die Bevölkerung sehr gemischt ist. Also es gibt dort Araber und Kurden, es gibt Armenier, es gibt Turkmenen, es gibt eine sehr große Gruppe Christen, mehr als 20%. Und alles deutet darauf hin, dass diese Bevölkerung diesen Konflikt überhaupt nicht will. Also ihr wird praktisch dieser Kampf, dieser Krieg aufgezwungen. Sie will politische Reformen, das ist ganz deutlich geworden durch viele Gespräche, die ich auch mit Menschen dort gehabt habe, aber eben halt nicht diese militärische Auseinandersetzung. Und dass nun der Krieg eigentlich dort hingetragen wird, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Stadt so nah an der Türkei liegt, dass auch aus der Türkei die Kämpfer massiv unterstützt werden, mit Waffen und auch personell und logistisch. Und dass man sich vielleicht denkt, wenn man diese Stadt einnimmt, kann man sozusagen einen Teil von Syrien abtrennen und diese Pufferzone einrichten, die man ja schon so lange gefordert hat. Also Sie sagen, die Bevölkerung setzt eigentlich auf oder will eigentlich politische Veränderungen. Jetzt ist es fraglich und es ist ja auch bekannt und es steht unter anderem auch im Nachrichtenmagazin Der Spiegel vom 27.07., dass die USA seit Mai Katar und Saudi-Arabien schon militärisch unterstützt mit Waffenlieferungen an die Aufständischen. Warum ist es eigentlich so, dass der Westen die fundamentalistischen Systeme wie Saudi-Arabien unterstützt und auf der anderen Seite säkulare Staaten wie Syrien oder wie Libyen im Grunde einer war, stürzen möchte? Das hat geostrategische Gründe. Katar und Saudi-Arabien sind im Besitz der größten Rohstoffressourcen der Welt, Öl, Gas. Und sie sind Partner des Westens. Und aus diesem Grunde will man unbedingt eben halt diese Beziehung aufrechterhalten. Man will sie festigen. Katar und Saudi-Arabien sind ganz potente Investoren in die doch etwas marode Wirtschaft Europas und vor allen Dingen auch der USA. Sie sind also in vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen wirtschaftlich und zur Sicherung der Rohstoffquellen, ganz bedeutende Partner, die der Westen sich sichern will. Es ist offensichtlich geplant, Pipelines zu bauen von Katar, von Saudi-Arabien, über die arabische Halbinsel, durch die Türkei nach Europa hin. Und da wäre in gewisser Weise auch Syrien im Wege, also Syrien hätte da sicherlich gar nichts dagegen, aber politisch, aber man möchte hier gerne auch diese Verbindung, die also zwischen Syrien und dem Iran vorhanden ist, auch durchbrechen. Also es ist eine sehr komplexe geostrategische und politische Situation hier in der Region. Es hat meines Erachtens nach nichts, also das Engagement des Westens hat meines Erachtens nach nichts mit der Verbesserung der Menschenrechtslage oder mit der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu tun, sondern es sind ganz allein geostrategische Gründe, weswegen man eben mit diesen Systemen kooperiert und andere zerbrechen will, auflösen will, beseitigen möchte. Man muss auch dazu sagen, dass gerade jetzt bekannt geworden ist, dass die Türkei ganz offiziell ein Lager eingerichtet hat bei Adana, wo also die Waffenlieferungen aus Katar und Saudi-Arabien ankommen, verteilt werden an die Kämpfer und dann ganz offiziell nach Syrien geliefert werden, um dort eben halt die Kämpfer im Norden des Landes zu unterstützen. Also ich denke, deutlicher kann man es gar nicht mehr machen und gar nicht mehr zeigen, dass man eben halt
an einer politischen Lösung hier in Syrien offensichtlich gar nicht interessiert ist, sondern wirklich hier einen Krieg führen möchte. Und Gesprächspartner von mir haben gesagt, sie haben das Gefühl, hier wird so eine Art kleiner dritter Weltkrieg durchgeführt zwischen den USA und zwischen Russland auf der anderen Seite. Auf dem Rücken und auf dem Land, auf dem Rücken der Syrer, im Land der Syrer. Und die Syrer zahlen den Preis dafür und werden überhaupt nicht an irgendeiner Lösung hier beteiligt. Frau Leukefeld, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.